Hallo meine lieben PES-Freunde, ich bin's zurück hier, immer noch im Urlaub, Chris Cross auf eurem Lieblings-PES-Kanal. Aber ich habe im Vorfeld ja was vorbereitet für euch, und zwar mein Vlog nach Frankfurt, die Tour, nochmal zusammengefasst, in Kurzfilmform. Aber Leute, viel Spaß, ne? Was wir da so erlebt haben, war absolut nice. Ein paar Kommentare von uns, ihr seht uns auch mal live, den Stefan S. aus dem Chat. Ja, viel Spaß dabei. Ich gehe jetzt mal eine Runde an die Theke und hole mir ein kühles Pilz. Bis dann, meine PES-Freunde, und tschaußen! Hier zu Chris Cross, eurem Lieblings-PES-Kanal. So, es geht los, Leute, hier frisches Nutella-Toast am Start. Es geht los jetzt zu Konami Deutschland. Wie geil ist das denn? Heute anzocken, PES 2020 erneut. Und wir dürfen heute aufnehmen. Das ist einfach zu nice. Ja, meine PES-Freunde, schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr wieder zuguckt. Wir fahren heute zu Konami Deutschland. Und ich habe alles am Start. Ich habe die Vlog-Cam am Start, wie ihr sehen könnt. Und jetzt geht's los. So, meine PES-Freunde, ich bin wieder am Start hier. Ja, auf jeden Fall geht's jetzt los Richtung Frankfurt. Das ist zu nice. Eben noch mit Stefan Kontakt gehabt. Der freut sich auch schon mega. Der packt noch sein Headset ein. Mal gucken, ob wir auch mit Sound aufnehmen können. Auf jeden Fall, ja, freuen wir uns mega. Wolfgang hat gerade eben noch mal bestätigt, der Senior Manager von Konami, dass er uns heute empfängt. Wir erwarten, ja, hoffentlich die Bayern-Version. Man weiß es nicht, ja. Das heißt, wir wissen noch gar nicht, welche Demo sozusagen, welche wir anzocken können. Ja, mal gucken, ob wir ein Video aufnehmen können mit Sound. Also das heißt mit Cam, wo wir gegeneinander zocken und auch beide zu hören sind. Das ist ein bisschen schwierig, das mobil natürlich aufzubauen. Leute, ich habe meinen kompletten PC dabei. Alles ist dabei, ganze Equipment, super nice. Ja, und dann schauen wir einfach mal, was das da bringt. Wir haben nicht allzu viel Zeit. Wir müssen diese 3 Stunden, die wir haben, vollkommen ausnutzen. Und ich hoffe einfach, dass wir gutes Material aufnehmen können, dass wir euch alles, das, was ihr euch gewünscht habt, zeigen können. Das wird zu nice, meine PES-Freunde. Das ist einfach wieder diese Aufregung, gleich wieder PES 2020 zocken, das ist zu nice, meine PES-Freunde, das ist einfach zu nice. Und ja, dann sehen wir uns gleich, bis später. So, wir sind jetzt hier am Rastplatz, anderes Outfit, PES 2019 ist bald vorbei, heute machen wir mal das Shirt an, ja, Outfitwechsel hier extra für Konami in Rot, Schwarz, Weiß, was ist da los? So, wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal hier über den Rastplatz und holen uns was zu essen, meine lieben PES-Freunde. So, mal gucken, was es da so Schönes gibt, wir schauen mal, ich pfeife mir auf jeden Fall ein Brötchen rein, Stefan ist gleich schon eher da bei Konami und wir gucken auf jeden Fall mal, ob wir sofort alles angeschlossen bekommen, ob wir ja sofort aufnehmen können. Und ja, meine PES-Freunde, ich würde sagen, dann bis später. So, hier war ich auf jeden Fall falsch. Gucken wir mal, wo es was zu trinken gibt, meine PES-Freunde. Das ist natürlich so eine Sache. Das ist natürlich nicht so cool, wenn man hier auf der Rastplatz ist. Auf dem Rastplatz ist, was ist los mit Chris Cross? Schon wieder Sprachfehler. Und dann auf jeden Fall nicht zu essen bekommt. Ne? So eine schöne Coke. Habe ich genug? Dann muss noch mal eine Dose mit hier. Nice. Geht's auf jeden Fall weiter auf unserer Tour und wir haben hier ein paar geile Pfefferbeißer am Start. Ja, da will ich gleich auch mal ordentlich Kraft haben zum Zocken. Stefan zittern schon die Knie. Ich weiß, dass er einfach aufgeregt ist. Ich weiß es, das muss ich ausnutzen. Ich war schon mal PES 2020 zocken. Deswegen, ja, ihm schlottern die Knie und ja, das ist mein Vorteil. Aber wir kommen heute auch nicht nur zum 1 gegen 1. Wir werden viele Sachen ausprobieren. Ich freue mich einfach mega. Es wird so geil. Und die Fahrt geht jetzt weiter, meine PES-Freunde. Bis später. So sieht das aus, wenn Chris Cross unterwegs ist. Katastrophal, Leute.
So, meine Pestfreunde, in einer halben Stunde bin ich da in Frankfurt. Stefan zum ersten Mal sehen. Absolut krass. Ja, man kennt sich sonst nur aus der Party, man kennt sich aus den Chats, man kennt sich aus den Streams, aber jetzt sehen wir uns in Real Life. Absolut krass. Ja, und dann geht's schnell ans Anschließen meiner Sachen, die ich dabei habe. Gaming-PC, Capture-Card, Sound und so weiter. Muss alles angeschlossen werden und ja, dann hoffen wir, dass wir alles schnell auch ausprobieren können. Wir sind sehr gespannt, welche Version wir anzocken dürfen. Man weiß es nicht. Ist es vielleicht diese Menu-Version mit den Legends oder ist es vielleicht schon FC Bayern München? Das wäre für mich absolut krass. Also ich hoffe drauf so ein bisschen. Und ja, wir schauen einfach mal. Und ich hoffe einfach, dass ich viel Videomaterial für euch habe. Und wir haben uns auch so ein bisschen so einen Plan gemacht, was wollen wir das aufnehmen, was ist euch wichtig gewesen. Natürlich haben wir alles, was ja, ihr schon mal auf dem Kanal gepostet habt, was euch an Fragen gekommen ist in Bezug auf diesen Besuch bei Konami, natürlich mit in der Tasche sozusagen, mit im Gepäck. Ja, und wir gucken mal, welche Fragen wir noch beantworten können, die wir noch bisher nicht beantworten konnten. Wir werden Verbesserungsvorschläge von euch mitnehmen und Stefan und ich geben echt alles, um guten Content zu haben für die Woche jetzt, für die nächsten 2 Wochen oder 3 Wochen auch. Bald ist es soweit, könnt ihr die Demo selber anzocken, aber wir wollen euch vorher natürlich auch schon so ein bisschen was zeigen, meine Pestfreunde, und euch heiß machen, denn ich bin wieder richtig heiß, das gleich zocken zu können, und ich hoffe einfach, dass wir euch diese Vorfreude noch, also dass wir die Vorfreude von euch noch steigern können. Und ja, das wird absolut geil. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich in Frankfurt angekommen bin. Und ja, bis gleich. So, meine Pestfreunde, wir sind jetzt da. Stefan zum ersten Mal getroffen. Der hat schön meinen PC am Start hier. Servus. So, jetzt geht's los. Jetzt gehen wir rein hier. Konami Deutschland, wir sind am Start. Und bis gleich, meine Pestfreunde. Ja, hallo meine lieben PES-Freunde, wir sind hier bei Konami in Frankfurt. Konami Deutschland hat uns eingeladen, heute PES 2020 anzuzocken. Einfach super krass, hier sieht man die ganze PES-Ära, Evolution Soccer 5, PES 2019, hier nochmal im Regal. Hier, Cappy kennt er, ist bald wieder in der Verlosung am Start. Und es ist einfach sensationell, hier auch Tassen von PES und so weiter. Wir sind wirklich hier und ich freue mich jetzt mit Stefan zusammen das Game anzuzocken. Gleich geht's los. Also wir sind echt gespannt, was dürfen wir alles aufnehmen, was ist alles in diesem Spiel vorhanden, das wir heute spielen, welche Version es ist, wir wissen noch gar nicht, Stefan. Und ja, das wird einfach nice. Hier der Pest, weil ihr kennt den, Leute, bei mir leider platt hier aufgepumpt. So ist es bei Konami, es ist einfach viel, viel besser als bei mir, aber dahin will ich ja kommen von der Qualität her, Leute. Deswegen einfach zu nice, was das hier ist, weiß ich jetzt nicht. Aber es ist einfach interessant, hier zu sein, alles mal mitzuerleben. Und ja, wir sehen uns später nochmal. Dann werde ich nochmal einen Kommentar zu dem Spiel hier auch abgeben, wenn das alles hier vorbei ist. Und dann schauen wir mal. Bis später. Grüßt euch. Wir sind jetzt bei Konami und schön anspielen. Chris baut natürlich erstmal alles auf. Das braucht alles seine Zeit, ne? Das ist klar. Hallo meine lieben PES-Freunde. Wir sind endlich wieder zu Hause. Konami hier am Start. Und wir gucken mal, dass das alles klappt hier. Sind rechtzeitig angekommen. Ich habe mit 15 Uhr gerechnet. Wir sind jetzt aber schon um 10 nach oder Viertel nach 2 hier. Das ist mega geil. Ja, so sieht's aus. Hier erstmal alles auseinanderfummeln. Ja, Leute, hier meine schöne Kiste, ihr kennt sie. Das wird jetzt erstmal alles hier verbunden miteinander. Die Maus nervt mich mega. Mein ganz schönes Astro-Mix-Amp hier am Start, damit es nicht rauscht. Ihr könnt mal sehen, was das alles eigentlich bedeutet hier, was man so mithaben muss, um aufzunehmen, um vernünftig aufzunehmen, weil ja viele vielleicht vorhaben, sowas auch mal zu tun. So sieht's aus. 2020 PES Legends. Ja, gegen Bayern München. Stefan, freust du dich? Oder? Mega. Leute, das wird absolut nice. Ne? Wir gucken, wer gewinnt. Also, hier gibt's die Auflösung und los geht's.
Freunde. Langer Tag geht zu Ende. Leider ein viel, viel zu kurzer Tag für uns. Wir waren zwar eigentlich früher hier als gedacht, aber trotzdem hat das mit dem ganzen Aufbau noch gedauert. Da gab es ein, zwei Einstellungen. Es ist halt nicht das, wie ich es zu Hause gewohnt bin, sondern ja, das war nochmal neu hier mit der neuen PlayStation. Dann konfigurieren mit dem ganzen Menü, ja, und so weiter. Das war nicht so einfach, das hat ein bisschen gedauert. Aber trotzdem haben wir geiles Material am Start für euch. So wie, glaube ich, noch keiner hier in Deutschland die einzelnen Spielerwerte. Und wir werden es präsentieren im Stream oder im Spiel. Stefan ist hier. Was sind deine ersten PES 2020 Eindrücke? Ich habe es ja schon mal anspielen dürfen. Was sagst du zum Spiel, zum Gameplay und überhaupt? Also, wie hat dir das Spiel gefallen? Also, mir hat es total gefallen. Also, es wird wirklich ein komplett neues Erlebnis. Da könnt ihr euch drauf freuen. Auch diese Zweikämpfe, die geführt werden, das Spielerlebnis ist alles ein bisschen noch realistischer, was es vorher schon war. Genau. Ne? Und das alles noch viel intensiver. Also Zweikämpfe, das wird ein Mega-Ding. Wir haben viel gelacht. Ja, wir haben viel gelacht, aber ich habe mich auch viel geärgert, weil ich muss echt sagen, du bist viel besser ins Spiel gekommen, als ich dachte. Also man merkt einfach, dass dir das Spiel liegt. Es ist ein bisschen langsamer geworden. Ich bin so ein Spieler, ich will hastig spielen, ich will draufgehen. Das hast du ausgenutzt, hast gegen mich da wirklich zwei sehr, sehr gute Spiele gemacht. War für dich auch nicht so zu erwarten. Und nee, das waren unsere ersten beiden Games. Also warst du voll motiviert und hast das auch in die Tat umgesetzt. Also mit CJP heute Morgen noch drüber geschrieben. CJP, Grüße gehen raus an dieser Stelle. Stefan hat es wirklich gepackt, hat mich zweimal geschlagen. Obwohl, 2-2 steht es insgesamt. Kannst jetzt auch nicht sagen, dass du unbedingt der Bessere bist. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Was sind so die Neuerungen im Spiel, wo du sagen würdest, darauf freue ich mich am meisten? Also auch dieser Dummy-Kick. Ja. Dieses Antäuschen oder auch das Trikot ziehen, das sind alles so neue Features. Wenn man das wirklich alles beherrscht, kann man. Dieser Trip-Tap heißt das, glaube ich, ne? Dass man nochmal eine Ballannahme hat mit R2, wenn der Pass gespielt wird. Das konnten wir in einigen Situationen ausnutzen. Also, komplett neues Spielerlebnis, Leute, freut euch drauf. Wir haben diesen Tag genossen, leider viel zu kurz. Mal gucken, wann es dann irgendwann in der Zukunft mal wieder soweit ist. Ich freue mich einfach über die Einladung, die wir hier bekommen haben. Und ja, ich würde sagen, Vorfreude ist da, Demo ist bald raus, Leute. Macht euch auch was gefasst. Ja, es wird einfach sensationell. Unbeschreiblich. Unbeschreiblich. Also ich bin schon den ganzen Tag unbeschreiblich, von daher. Ja, Stefan kommt gar nicht klar. Der war so aufgeregt, Leute. Der konnte es auch gar nicht glauben, dass wir uns erstmal treffen. Du siehst mich zum ersten Mal und dass er hier sein darf. Riesengroßes Geschenk hier, ne, an dieser Stelle. Mega dankbar auch, dass ich das wahrnehmen durfte. Ja. Gut, mit diesen Eindrücken, Leute, sehen wir uns im Video und im nächsten Livestream. Ja, meine PES-Freunde, ein langer Tag geht zu Ende. Wir haben hier nochmal das Konami-Gebäude im Hintergrund. Aha, er gibt auch nochmal Gas hier mit seinem Opel. Auf jeden Fall da das Konami-Gebäude. Da, Stefan. Stefan, winkt doch mal. Stark. Also Jungs, das hat viel Spaß gemacht hier und Mädels, vielleicht gucken ja auch Frauen zu, man weiß es nicht. Es hat echt viel Bock gemacht und man muss sagen, Stefan, da ist er, ja, man muss sagen, das hat am meisten gebockt hier, dass wir hier bei Konami sein durften. Das ist einfach sehr, sehr nice und war was ganz Besonderes. Also das bleibt echt in Erinnerung und man kann es echt, glaube ich, nie vergessen im Leben, dass man die Chance hat, wie sehr wenige auch in Deutschland, mit dem Senior Manager hier von Konami Deutschland zu sprechen und hier wirklich in der Zentrale sein zu dürfen als leidenschaftlicher PES-Fan. Also das bleibt einfach im Gedächtnis, oder? Stefan, von dir nochmal die Abschlussworte. Es war ein mega geiler Tag, es war wirklich aufregend. Es waren zwar nur wenige Stunden, aber es war trotzdem Schlag auf Schlag. Und ich habe es einfach nur genossen, deswegen bin ich auch manchmal so ein bisschen ruhig gewesen. Genau. Aber Leute, bisschen sentimental, wirklich, ja, ein bisschen emotional, ganz wichtig. Auch Chris selber mal privat kennenzulernen, das ist auch immer eine ganz andere Geschichte. Ja. Genau. Wir haben es auch super verstanden und das war einfach nur ein mega Erlebnis. Sehr cool. So, jetzt hoffe ich mal, dass wir beide sicher zu Hause ankommen. Auf eine gute Fahrt, Stefan. Genau. Wir würden es erstmal eine Zeit lang nicht sehen. Du wirst mich schon sehen. Genau. Ja, und dann schauen wir mal weiter, Leute. Macht's gut. Bis dann, meine PES-Freunde. Ciao, Sen. Ciao.